Hallo und willkommen zurück hier zu Deathstore mit unserem kleinen Raben und einem weiteren Part heute hier in dem Game auf dem Weg zu 100% und der Platin-Trophäe. Ja, wir sind jetzt hier in diesem, ja, ich sag mal, Wald angekommen. Ich sag eher mal, wie hieß das? Irgendwas mit Ruinen. Auf jeden Fall sind wir hier. Und hier wollen wir den nächsten Boss finden. Und es scheint so, als könnte das irgendwie was Tierartiges sein, wenn ich mir das hier so anschaue, was auf der Tür gemalt war. Überwucherte Ruinen, okay. Hier brauche ich irgendwas, um durchzukommen. Und wir haben eine weitere Tür. Und wir haben Pflanzen. Aua. Und die beißen. Alter, ist mein Schirm schwach. Ich versuche natürlich alle Trophäen hier in diesem Durchlauf zu holen. Und deswegen bin ich auch hier mit meiner Schirmwaffe unterwegs. Und die ist wirklich nicht stark, leider. Aua. Und ich bin auch irgendwie nicht stark heute unterwegs. Aber man muss sie tatsächlich das ganze Game durch behalten, um hier die Trophäe freizuschalten. Das ist eine zusätzliche Schwierigkeit für das Game hier, wie ich finde. Aber gut, hilft ja nichts. Wir haben hier jetzt einen neuen Bereich. Und ich wollte hier nur einmal kurz rein und raus, um mich ein wenig zu heilen. Oh, und ich hätte vielleicht auch direkt nochmal mich upgraden können, aber jetzt habe ich es verschlafen. Jetzt nehme ich es mit. Die Erfahrungspunkte macht das nächste Mal. Das sollte auch kein Problem sein. So, ich sollte einfach viel mehr mit meinen Waffen hier arbeiten. Dieser Weg hat früher in den Sumpf geführt, aber der Froschkönig hat ihn blockiert. Okay, also Froschkönig ist unser Ziel. Wenn du so stark wärst wie Mami, könntest du das bestimmt niederreißen. Wie die Mami? Wer ist denn deine Mami? Die Oma, die ich schon besiegt habe, oder ist das jemand anders? Okay, hier ist ein Samen. Das ist schon mal sehr gut. Oh, da ist auch ein Samen. Seht ihr den? Das ist ein Collectible wieder. Okay, da brauche ich 100 pro wieder dieses, was auch immer ich mit diesen Kreuzen hier machen kann. Zack. Neuer Gegner hier. Aber die sind immer vom... Oh, nee, die sind nicht gleich. Die springen. Wow, ich wollte gerade sagen, die sind alle gleich, diese Gegner, die einem immer so hinterher rennen. Aber das stimmt gar nicht. Okay, also mit dem muss man ein bisschen aufpassen. Was machst du? Oh, okay. Du schießt Bomben. Oh, okay, du schießt viele Bomben. Hilfe. Oh, das ist natürlich auch eine Methode. Auf die Blume schießen, während man verfolgt wird, dann erledigt die einen. Die harte Arbeit. Da ist noch eine Seele. Hier geht's weiter. Bam, bam. Erledigt. Das war knapp. Okay, das heißt, wenn ich jetzt hier... Wahrscheinlich... Ja, okay. Das schaltet das frei. Jetzt verstehe ich das. Ah, hätte ich da auch machen sollen. Okay. So... kriege ich die Blockaden weg. Zack, hier bin ich. Sehr schön. Kriege ich das da auch weg? Negativ. Okay. Dann gehe ich hier weiter. Da gab es auch noch mal eine Tür. Boom. Zack. So erledigt man super die Gegner. Das finde ich... Aua! Ah, da ist ein Topf. Das ist also nicht so schlimm, hier ein wenig Schaden zu nehmen. Schlüssel haben wir. Und dann pflanze ich hier direkt die Samen ein, die ich gefunden habe. Oder den Samen. Ich brauche echt deutlich mehr Samen, ey. Mir fehlen mittlerweile 3 Töpfe, die ich noch nicht gefüllt habe. Muss ich mir irgendwie mal aufschreiben, wo ich die gelassen habe. Sonst kann ich mir das never ever merken. Feuerspeiende Blume. Dich mache ich platt. Seele, sehr gut. Sonst noch irgendwas hier? Nee, da oben scheint noch was zu sein. Da komme ich aber noch nicht hoch. Dann machen wir das mal so. Vielen Dank. Oh, die hat mich jetzt überrascht. Irgendwie habe ich sie nicht gesehen. Ich
war zu abgelenkt von diesem grünen Ding da oben, was da über mir schwebt. Hey, gehst du mal kaputt? Danke. Na klar, zwei. Noch eine. Boom. Einmal. Zweimal. Oh, er schießt nochmal. Da ist nochmal ein Samen. Oh, und da sehe ich einen Schrein. Seht ihr das? Da ist ein Schrein. Okay, also einen Samen habe ich bekommen. Den schmeiße ich hier rein. Damit ich das hier alles schön gefüllt habe direkt. Und dann schießen wir hier drauf. Zack. Perfekt. Hier zieht uns wieder hoch. Ach, das ist eine Brücke. Jetzt verstehe ich das. Okay. Gucken wir doch mal. Hier kommen wir auch rüber. Hier geht es zur Waldsiedlung. Ja, mein Mikro rausgezogen. Ich hoffe, es funktioniert jetzt wieder vom Ton. Gehen wir doch mal zur Waldsiedlung. Also, was ist denn das für einer hier eigentlich? Ah, okay. Der versteckt sich also. Halt mal, bevor ich jetzt hier aktiviere. Da müsste doch... Haha! Nichts bleibt mir verborgen. So, da haben wir den nächsten Schrein. Zack. Der alte Schrein überreicht dir ein Bruchstück. Jetzt haben wir drei und eins fehlt noch. Ich glaube, ich habe jetzt von beiden drei. Das heißt, sobald ich noch einen Schrein finde, können wir hier ein Upgrade kriegen. Das ist richtig nice. Oh ne, muss ich jetzt alles wieder... Scheint so. Okay, einmal hier hoch. Oh je, yeah, jetzt bin ich nochmal weiter runtergefallen. Ah, würde ich gern schnell rennen können. Aber ich habe schon alle Tasten ausprobiert. Das scheint nicht vorgesehen zu sein. Und den Schirm so hinter sich herzuziehen, das hilft natürlich auch nicht immer. Okay, gehen wir hier runter. Darüber und dann sind wir schon wieder im Dorf. Alles gut. Hat gar nicht so lang gedauert und wir mussten ja den Schrein einsammeln. Jetzt gucken wir mal, was die Dorfbewohner hier so meinen. Wir haben früher in den Verlies gespielt, aber der Wald hat sie versiegelt. Okay, also der Froschkönig hat sie auf seinen Bruder, auf meinen Bruder gesetzt und dann war sein Inneres plötzlich... Oh, Alter, dark. Sei bloß vorsichtig, manche Pflanzen sehen essbar aus, aber sie denken dasselbe von dir. Ja, das habe ich schon gemerkt. Oh, da ist ein Riese. Hallo, du Federtyp. Ich höre nicht gut, du musst schon lauter reden, ja. Und du, oh, du bist wichtig. Waldmutter, ach, du bist Mama. Deine Sorte habe ich in diesem Land schon seit ewigen Zeiten nicht mehr gesehen. Du möchtest sicher deine Freunde in den Tiefen unter uns besuchen. Es tut mir leid, aber der Wald selbst hat vor vielen Monaten die Tore zum Verlies versiegelt, damit wir in Sicherheit sind. Ich könnte mit ihm reden und ihn vielleicht dazu bringen, dass er dir die Tore öffnet, aber wir unterhalten uns durch Gesang und leider geht das jetzt nicht. Ich habe nicht mein Zauberhorn verloren, na dann wissen wir ja, was wir als nächstes tun. Okay, ich suche dein Horn, alles kein Problem. Und wer bist du so? Babs die Bardin. Hey du, du siehst aus, als wärst du auch auf Reisen. Was schlägt dich hierher? Möchtest du auch die Musik der Waldkinder lernen? Wirklich zu blöd, dass die Waldmutter... Ja, ja, ich hab schon verstanden. Ich suche das Horn. Ich hab das schon kapiert. Gehe ich jetzt hoch oder runter? Ich gehe jetzt, glaube ich, erstmal hier hoch, denn ich meine, ich hätte da noch einen Samen gesehen. Ja, perfekt. Zack, da haben wir wieder einen. Irgendwie muss ich ja dann drei verpasst haben, wenn ich... drei Töpfe gefunden habe, aber keine drei Samen. Also da bin ich mal noch gespannt, wie sich das entwickelt. So, also dann das hier für den Shortcut. Dann dich hier für den Shortcut. Vielleicht kann ich dich gleich nochmal aktivieren. Oh, geht das? One hit. Bam. Nice. Okay, zack, das haben wir auch uns geholt. Ich muss unbedingt Seelen einsetzen. Wenn ich 1200 habe, müsste ich zwei Sachen upgraden können. Da liegt nochmal ein Samen. Oh, nice. Und
Kein Topf, also ein Samen plus. Ein Samen plus ist schon mal sehr gut. Okay, hier brauche ich wieder die Kreuzgeschichte. Also man muss sich da irgendwie rüberziehen können, nehme ich an. So wie das hier aufgebaut ist. Hopp. 1, 2, 3. Boom, boom. Zack, zack. Okay, kein Problem. Oh, ich glaube, hier geht's weiter. Da ist eine Seele da oben. Oh. Eieiei, ich war jetzt gerade nicht auf Kampf eingestellt. Verdammt, ich habe nur noch 2 Gesundheit, aber da ist ein Topf. Also wenn ich mal ein bisschen Luft habe, kann ich mich hier heilen. Ich setze das Ding schon mal ein. Oh, der klippt durch die Karte, sehr cool. Ach, come on. Das ist nicht dein Ernst jetzt. Oh oh. Ja, das war fast klar. Da habe ich zu früh geschlagen. Ah. Das habe ich nicht gut gehandelt, muss ich sagen. Das habe ich wirklich nicht gut gehandelt. Wo ist jetzt die Abkürzung? Ich muss euch nicht besiegen. Ich habe schon eine Abkürzung gefunden. Okay, hier ging es lang, genau. What? Der springt hier hoch? Was ist denn mit dir los? Meine Herren. So, zack. Also hier bin ich vorhin runtergekommen. Das will ich freimachen. Hier war ich, da war ich. Okay, also ich habe im Grunde nichts verpasst. Doch, da war ich nicht drin. Ah, okay, ich habe nichts verpasst. Da komme ich nicht weiter. Das ist eher ein Ausgang als ein Eingang. Einmal, zweimal. Alter, die Springtypen, ey. Da weiß ich immer nicht, woran erkenne ich denn jetzt hier den Springenden und woran erkenne ich den Greifenden. Oder machen beide beides? Schreibt mir das mal. Ihr wisst das bestimmt. Einmal, zweimal. Okay. Jetzt müssten noch wieder die Türen aufpoppen. Hier ist mein Heilfenster. Hey, ihr Kleinen. Zack. Einmal, zweimal. Okay. Jetzt hier die Blume. Direkt die Blume erledigen. Die sind fies. Boom, der springt auf jeden Fall. Zack, der greift. Blume erledigen. Ausweichen. Okay. Oh, kommen noch mehr, ja. Alter, das war Glück, dass die mich jetzt nicht getroffen hat. Zweimal. Oh, ich kann immer nicht ausweichen, wenn die so geschlossen da stehen. Oh je. Jetzt habe ich ein Problem. Okay, ich lock die hier runter. Dann nehme ich das Ding hier. Uhuhu. Super Move. Und schon bin ich geheilt. Weg. Bam. Okay, das war's. Perfekt. Okay, nicht schön, aber geschafft. Komme ich hier? Irgendwie nicht, ne? Okay, wie komme ich denn da? Ah, da ist eine Leiter. Ich habe sie schon gesehen. Oh, die springen. Mit denen komme ich irgendwie nicht klar. Das erwarte ich immer nicht. Ich warte, dass er so die Beine ausbreitet. Die Arme ausbreitet. Und dann weiche ich aus. Und wenn er jetzt plötzlich springt, bin ich nicht darauf vorbereitet. Noch 100, dann habe ich genügend Seele. So, du kannst mal die Abkürzung hier aufmachen, bitte. Vielen Dank. Ich finde es nett, dass die mich sonst auch nicht angreifen hier. Zack. Dich am Verstecken verhindern. Zack. Na komm, mach ich nochmal drauf. Oh. Okay, hier kann ich auch wieder irgendwas mit diesen Kreuzen. Da ist ein Samen. Da ist eine Wand, die ich zerbomben kann mit ihm hier vielleicht. Das hier kann ich auf jeden Fall mal frei machen. Okay. Jetzt gucken
gucken wir uns hier mal um. Also, oh, da ist ein Samen auf jeden Fall. Da ist ein Schild. Jetzt wird es hier ziemlich weitläufig gerade. Und überall sind diese Kreuze und ich kann damit nicht wirklich was machen. Hier geht es zur Waldsiedlung, da war ich doch schon. Aua! Boah, der hat irgendwas geschossen, das habe ich gerade gar nicht gesehen. Okay, hier komme ich wieder zurück. Das bringt mich wieder ins Dorf, das ist schon mal gut, das ist eine Abkürzung. Zack, okay, das ist der Weg, da oben waren wir schon. Einmal, ich kann nicht nochmal. Zack. Okay, da ist eine Tür, da ist eine Leiter. Beides ist verschlossen und kann ich nicht aktivieren. Dann sind wir hier. Das ist zu. Also ich muss ausdrucken, wie es aussieht. Das haben wir eingesammelt. Dann bleibt mir ja eigentlich nur hier hoch, oder? So verstehe ich das. Okay. Das ist keine schöne Kombination von Gegnern hier. Gefällt mir nicht. Oh, genau deswegen. Einmal. Den erst platt. So, dann machen wir dich platt. Ja, meine Pfeile sind mittlerweile echt stark. Deutlich stärker als meine Angriffe. Deswegen muss ich wirklich da gucken, dass ich die immer schön auflade und dann die Kerle mit Pfeilen platt mache. Oh, der wollte springen. Hast du gesehen? Der wollte springen. Nichts da. Okay, hier muss man... Nee, das funktioniert nicht. Na gut, komm, ich probier's noch mit Feuer. Negativ. Okay, also da brauche ich irgendwas. Mach mal hier mal auf, bitte. Zack. Boom. Einmal, zweimal. Pfeile wiederholen. So, was kannst du jetzt hier zerstören? Das kannst du zerstören. Yes. Sehr schöner Hit. 3 Samen, das ist richtig cool. Jetzt könnte ich die 3 Töpfe bepflanzen, die ich bis jetzt nicht bepflanzen konnte. Also, es ist auf jeden Fall wichtig, einen Plus an Samen hier wieder zu haben. Am Ende weiß ich nicht, ob es genauso viele gibt wie... Töpfe, aber wahrscheinlich schon. Okay, da rechts geht's hoch. Oh, und hier kommen jetzt... Oh, okay. Moment mal, ich habe eine Idee. Ich glaube, das löst man so. Jo, das löst man so. Okay, ja, immer in Bewegung bleiben. Oh, huhuhu. Nein, 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 nein. Okay. Zack. Wow. Schnell weg. Zack. Okay, wow. Oh, Alter, der schießt noch. Oh, Gott sei Dank ist er aus dem Weg gegangen. Der hat noch geschossen, als die Animation kam. Und ich bin irgendwie jetzt blind zur Seite gegangen. Ich muss mich heilen. Da hinten war irgendwo ein Topf. Hier, okay. Oh, das wird eng. Das war eng. Zack, geheilt, alles gut. Da ist so ein Tunnel. Wie komme ich da hin? Hier komme ich da hin. Boom, zack. Attacke. Und das ist der Tunnel. Nice, alles klar. So, das mit den Tunneln habe ich jetzt, glaube ich, verstanden, wie das funktioniert. Das ist schon mal gut. Und was gibt's hier? Wow, neuer Schrein. Okay, cool, jetzt kriege ich was. Jetzt kriege ich was aufgelevelt. Was ist es? Vitalität, oder? Grün war Vitalität. Der alte Schrein übergibt dir ein Bruchstück von Vitalitätskristall. Der vollständige Kristall füllt deine Seele mit Lebenskraft. Dadurch erhöht sich deine Vitalität. Yes, Sir. Vielen Dank. Okay. Seht ihr das? Wir haben 5 Lebensbalken jetzt. Wir sind also einen Schritt weiter. Das heißt, insgesamt kann man vermutlich nur 6 bekommen, weil es gibt ja nur 16 Schreine, jeweils 2. Das, ja, das müsste sich ausgehen ungefähr. Aber
Der nächste sollte ein roter sein, dann haben wir nämlich. Kann ich das aufsprengen vielleicht? Mit der Blume? Aber ich wüsste nicht, wie. Nee, das schaffe ich zeitlich nicht. Dann haben wir auf jeden Fall nämlich auch noch einen Schuss mehr sozusagen von unserer ganzen Munition hier. Das ist nochmal ein Topfer. So schnell wird man seine Samen wieder los, die ich jetzt hier extra eingesammelt hatte. Und wie kriege ich das auf? Was ist das jetzt? Oh, das ist ein Horn. Das ist das, was sie verloren hat. Okay. Die Waldmutter wird sich freuen. Ja, das denke ich. Ist das jetzt hier? Und wenn die das nimmt, ist das dann wieder weg? Nee, ich denke, das habe ich jetzt für immer. Das ist eingesammelt, würde ich behaupten. Okay, ich gehe mal so runter. Aktiviere das hier. Boom. Hier ist kein Samen drin, leider. Okay. Wofür ist diese Passage? Ah, hier kommt man ganz runter wieder. Ah, okay. Ja, okay. Ja, kann ich nicht benutzen aktuell. Da muss ich irgendwann mal backtracken. Okay. Auch interessant. Zack. Das war nix. Moment. Also, wir machen einen Schuss, einen Hit und... Okay, das hat gereicht. Dann hier hoch. Jetzt muss ich ja eigentlich nur wieder zurück. Ich wollte jetzt nur gucken, was es hier oben noch so gibt. Ja, zurecht. Hier noch was drin? Nein. Okay. Gut, dann müssen wir jetzt eigentlich nur noch runter. Das heißt, einmal hier und hier. Und dann müssten wir eigentlich schon fast wieder im Dorf sein. Ja, da ist es. So schnell geht das. Servus. Na, wie geht's euch? Mein Horn, ich danke dir, mein gefiederter Freund. Zweifelsohne hast du bemerkt, dass dieses Land nicht mehr sicher ist, seit sich der König der Sümpfe hier breit gemacht hat. Aber ich bin so froh, dass ich mein Horn wieder habe. Wie versprochen werde ich mich mit dem Wald unterhalten und dann sehen wir, ob er auf deine Bitte eingeht. Geil wär's? Nö. Sorry. Okay, sie macht schöne Musik. Na, okay, die Tür geht auf, alles klar. Direkt am Eingang unten. Ist das ein Affe, der da abgebildet ist, oder was ist das auf der Tür? So, vielen Dank. Das Herz des Waldes steht dir nun offen. Sei aber bitte vorsichtig. Er hat keine Kontrolle über den zerstörten Teil in seinem Inneren. Wer ist er? Oh, egal. Wir gucken uns das jetzt mal an. So, der schießt noch mehr. Ausweichen, ausweichen, ausweichen und rein mit uns. Okay, da sind wir. Ich denke, das ist schon wieder ein neues... Ja, das ist ein neues Gebiet, eindeutig. Pilzverlies. Zack, neue Tür aktiviert. Ich denke, habe ich eigentlich jetzt noch Samen über? Einen habe ich über. Wir gehen jetzt mal noch zurück und leveln uns auf. Und da haben wir heute schon wieder genügend geschafft. Einen ganzen Abschnitt hier wieder gepackt. Und zwei Level weiter. Jetzt gucken wir mal. Halt, ne. 800 kostet die nächste. Mache ich die beiden, ne? Kann ich mit zwei Stufen kaufen. Boom. Perfekt. Cool. Eile, also ich sollte jetzt nochmal schneller sein. Und Geschicklichkeit war das andere. Und wir haben das Pilzverlies freigeschalten. Nice. Okay, Leute. Ich würde sagen, wir sehen uns hier im nächsten Part. Lasst ein Like da für das Video. Da freue ich mich drüber, über jedes Abo sowieso. Und schreibt gerne auch in die Kommentare alles, was euch einfällt hier zu diesem coolen Game Death Store. Ich freue mich drauf. Bis zum nächsten Mal und tschüss.